Genug von Tech und Virtual Future? Dann jetzt bitte ganz genau hinhören. Ein Partykollektiv aus dem Dschungel Brasiliens bringt uns den entschleunigenden Sound der Schamanen. Tänzer in Trance, verschwitzte, nackte Haut und ein Sound direkt in die Magengrube. Wir sind ausnahmsweise mal nicht im Berghain, sondern auf der ersten Voodoo-Hop-Party Berlins. Einer hypnotischen Mischung aus Elektrobeats und Schamanen-Performance mit Wurzeln tief im südamerikanischen Regenwald. In Brasilien verschwinden nach und nach die alten Stämme und ihre Traditionen. Die wollen wir mit Musik, Performances und Tanz wiederbeleben. Kaluans Stamm heißt Voodoo Hop. Ein buntes Kollektiv aus Musikern, DJs und Künstlern, die sich vor 7 Jahren in Sao Paulo zusammenschlossen, um mit Straßenpartys die Welt zu verbessern. Am Anfang ging es darum, Arm und Reich zusammenzubringen. Jetzt zeigen sie gestressten Großstädtern die Vorzüge einer naturnahen Lebensweise. Ich bin aus Sao Paulo weggezogen, weil mir das Leben in dieser Stadt einfach zu hart wurde. Und das geht nicht nur mir so, sondern auch all meinen Freunden. Dieser Lebensstil im schnellen Takt der Großstadt funktioniert einfach nicht. Er macht uns auf lange Sicht krank. Ich glaube, deshalb suchen immer mehr Leute nach Alternativen, entschleunigten Wegen zu leben. Das Voodoo-Hop-Kollektiv macht ernst. Mindestens 6 Monate im Jahr wohnen Kaluan und die anderen auf dem Land. So langsam wie ihr neuer Lebensrhythmus ist auch die Musik, die sie den Städtern in den verbleibenden 6 Monaten zurückbringen. Downbeat-Techno gemischt mit Ethno-Liedern und brasilianischer Folklore. Inzwischen exportieren sie ihre friedliche Back-to-Nature-Party in die ganze Welt. Nach New York, Istanbul und Tokio. Es gibt heutzutage so viel Gewalt in der Welt, Gesellschaften, die gegeneinander kämpfen. Auf der Tanzfläche spielt das alles keine Rolle. Hier zeigt Musik den Leuten, dass wir letztendlich alle gleich sind. Meine Aufgabe als DJ ist es, die Menschen zusammenzubringen. Sie sollen sich besser fühlen. In einer guten Stunde startet die Party in Berlin. Dann soll sich dieses Lebensgefühl auch hier entfalten. Dafür machen wie immer alle alles. Das Voodoo-Hop-Kollektiv ist international. Die Französin Laurence Trier hat es mitbegründet. Sie macht heute die Deko, das Booking, legt als DJ auf und, ach ja, spielt das Tambourin, wenn Künstlerin Yasi ihre Schamanen-Performance abhält. Wir sind alle irgendwann vom Zuschauer zum Künstler geworden. Jeder hat das Potenzial dazu. Jeder kann sich beteiligen. Es ist am Ende harte Arbeit. Wir durchbrechen ganz bewusst den Starkult um den Künstler und die passive Einstellung des Publikums. Als später die Band Passiflora spielt, kann man tatsächlich nicht mehr auseinanderhalten, wer hier Künstler ist und wer eigentlich nur Gast der Party. Das Kollektiv Voodoo Hop wächst ständig weiter. Auf der Tanzfläche haben sich die Leute richtig gehen lassen. Sie haben sich daran erinnert, dass wir alle eigentlich auch nur wie Bakterien sind oder Tiere oder Bäume. Das hat die Musik gemacht.
Die Menschen sind immer so extrem auf ihre Ziele fokussiert, dass sie dabei die Verbindung zu sich selbst verlieren, zu dem Rest ihres Körpers, ihrem Herzen, ihrem Atem. Hier merken sie, wie gut es sich anfühlt, diese Verbindung wiederherzustellen. Wir haben es mit unserer Zielstrebigkeit übertrieben und es wird Zeit, mal wieder loszulassen.